Ja, erstmal Bulimie lernen. Deutsche Memes. You look Exe. Let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und die nicht zur Unterhaltung. Als der. Das ist so Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Der schmeckt, der schmeckt. Und das ist frisch zubereitet. Für sowas zahlt man normalerweise im Kaffee. Ey, stell dir mal vor, du bist die Mutter von ihm. Und du denkst dir so... Hey, das war so dumm. War ein mega lustiger Podcast gestern. Also, stell dir vor, du bist seine Mutter. Ne? Und du denkst dir so, ey, ich glaube, ich schalt mal ein. Er sagt immer so, das ist ein cooler Job, den er da jetzt hat, da auf diesem Fernsehsender. Ich glaube, ich schalte da mal ein. Ich guck mir das mal an, was der so macht. Und du schaltest ein und siehst einfach das. Kaffeehaus, ganz, ganz viel Geld. Das ist jeden Morgen erwartet sie sowas. Das ist unangenehm, oder? Das wäre unangenehm. So als Mutter, du schaltest so ein, denkst so, oder du hast sogar so noch irgendwie eine Freundin da und die sagt so, ja, was macht dein Sohn jetzt eigentlich so vom Job her? Ja, der hat jetzt, der ist auf so einem Sender. Ja, wirklich, der ist im Fernsehen, richtig? Ja, ja, der ist auf so einem Sender. Was macht der da? Ja, der verkauft so Sachen. Oh, das klingt aber toll. Sollen wir uns das mal angucken? Ja, ich zeig dir das mal, ich zeig dir das mal. Und dann schaltest du so ein und siehst einfach das, du schaltest so ein. Da hat man normalerweise im Kaffeehaus ganz, ganz viel Geld. Das ist jeden Morgen erwartet sie sowas. Und du schaltest einfach wieder aus. Und dann ist so ganz betröppelte Stimmung im Raum. Einfach, du machst so aus und dann ist Stille. So ganz unangenehme, peinliche Stille, weil jeder weiß, es ist einfach cringe. Aber man kann es ja halt nicht aussprechen, ne? Immer nach dem... Das triggert so, weil da so viel kommt, was ich nicht nachdem kenn. Ich die Klausur komplett verhauen habe. Dann ist es immer kein Wissen, sondern Raten. Ich bin der Joch. Was meine Eltern denken, was passiert, wenn ich einen 5 schreibe? Von 45 Jahre und überlebe mit 409 Euro Hartz IV. Ich komme mit dem Geld ganz gut zurecht. Andere bezahlen eben Rechnungen und ich nicht. Ich treibe Holz zum Markt. Das eine Ding ist halt, wir glauben immer, wir können das Holz im Wald einfach aufsammeln, ohne dass es die Natur stört. Also tatsächlich ist es ja Lebensraum für tausende Tiere und Pflanzen. Hey, es gibt so simple Dinge, die mich so glücklich machen, ne? Wenn mich immer fragt, welche Sprachen ich kann. Evangelisch und katholisch. Wie viele Sprachen kannst du, Peter? Deutsch, Englisch, Bayerisch, evangelisch und katholisch. Strong. Wie viel? War aber ein sympathischer Dude bei der Polizei. Ein sympathischer Polizist. Schneller. Ja, der läuft ja mega komisch. Was macht denn der? Wie die Füße gehen so nach außen weg. Guck dir mal die Füße an. Hi. Ganz merkwürdig. Bestes Gefühl zum Einschlafen. Nee. Bitte nicht. Das, was Spaß macht, fängt mit F an. Feiern, flirten. Fortnite. How long we fly? 20 minutes. Einfach Tanzverbot als Frau. 20 minutes. Ey, das stimmt. Double fuck. Es war halt literally Tanzverbot als Frau. Fly? 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Double fuck. Ey, aber das habe ich schon so 100 Mal gesehen in irgendwelchen Meme-Compilations. Amerikanische Polizisten, sobald sie vom schwarzen Meer waren. Ich habe bisher das Samsung S3 benutzt, aber das ist jetzt kaputt gegangen und ich suche halt gerade nach einem neuen Handy. Habt ihr alle gesehen? Okay, ich mach noch einmal. Aber das. Ich habe bisher das Samsung S3 benutzt, aber das ist jetzt kaputt gegangen. Macht so sexy.
Boah, Alter, er ist so ekelhaft, ne? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich ist jetzt gar kein Hate gegen ihn als Mensch, so, ne? Aber die Art, wie er guckt, ist schon ein bisschen unangenehm. Es ist jetzt überhaupt nicht, aber es ist schon so, die Art, wie er darüber spricht, wie geil das ist, wie hot, wie sexy das ist, ist schon so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen aufdringlich in der ganzen Form. So sexy. Genieß einfach den Erfolg. Sei erfolgreich und dann wirst du so sexy. Oh mein Gott. Es gibt nur ein einziges... Lehrer, wenn Sie meinen Deutscharbeit, wenn Sie meine Deutscharbeit lesen... Niemand weiß, wer es geschrieben hat. Und keiner weiß, wovon es handelt. Es sieht aus wie eine Sprache. Aber stimmt das? Der Text an sich ist ja schon total unverständlich, aber auch die Zeichnungen helfen nicht weiter. Warum sollte jemand ein so detailreiches Buch anfertigen, das aber niemand verstehen kann? Jetzt wissen wir alle, wer der Vater ist. Ey, Baumgart! Eine Aufwandsentschädigung für die Recherchen. Überleg mal, ob du Lust hast, bei Raute Streamer 4 Klima mitzumachen. Bis zur Wahl, ey, oder darüber das ist hinaus, total lieb. Die Livestreams ich danke dir in 720p so sehr. Statt Full HD machen, um die Serverlast zu senken und Co2 zu reduzieren, LG. Ey, ich danke dir sehr. Danke für den Hinweis, check ich auf jeden Fall aus. Und ja, danke dir für die 10 Euro Aufwandsentschädigung für Recherchen. Alter, Recherchen sind so sucky, ohne Witz. Recherchen kosten so viel Zeit. Wenn du nämlich wirklich tief diggen willst, so, ne? Wenn du wirklich sagen willst, okay, ich will wirklich, wirklich sicher gehen, dass alles, was ich sage, stimmt. Das ist auch alles, dass du wirklich verstehst, wovon du da redest. Dann musst du so viel dir angucken, ohne Scheiß. Ich habe mir letzte Woche stundenlange Protokolle von Befragungen im Bundestag durchgelesen. Stundenlang habe ich nichts anderes getan als Protokolle. Und es gibt wenig Sachen sind so langweilig im Leben wie Protokolle. So Protokolle von Befragungen. Oh mein Gott, Alter. Aber weil ich halt wirklich, wirklich ne, die Primärquellen dann angucken will, dann gucken wir, okay, was ist exakt hier passiert? Was wurde exakt besprochen so? Puh. Ja, für den dritten Teil, genau. Ja. Man könnte auch raten, wofür die Protokolle, also es gibt nicht so viele Protokolle im Bundestag, die, also es gibt nicht so viele Sachen, wo ich Protokolle für den Bundestag lesen könnte. Insofern könnte man auch raten, welches Thema, bei welchem Thema es um diese Protokolle ging. Aber, ja. Ist auf jeden Fall ein bisschen zucky gewesen. That's a girl! Woo! What is it? Yeah. What is it? Yeah. Wann kommt der dritte Teil? Weiß ich noch nicht. Also, wie gesagt, ich kann nur sagen, bei dem ersten Teil und beim zweiten Teil, beim zweiten Teil war mir sogar schon einen Tag vorher bewusst, dass ich das da rausbringe. Beim ersten Teil war mir aber Stunden vorher noch nicht mal bewusst, dass ich es rausbringe. Also, es switchen sich so viele Pläne ständig, dass ich hatte eigentlich vor, bis einen Tag bevor der zweite Teil rauskam, hatte ich eigentlich vor, 4 Teile zu machen. Und ich habe bei der Aufnahme vom zweiten Teil extra am Schluss 2 Takes gemacht, dass ich entweder, dass ich einen Take mache, wo ich sage, okay, das war der zweite Teil, der letzte Teil kommt dann noch. Und einen anderen Take habe ich gemacht, wo ich sage, der dritte Teil kommt dann bald. So, und erst in der Postpro vom zweiten Teil, kurz vor Schluss, habe ich mich sozusagen entschieden, dass ich sage, okay, es kommt wirklich nur ein Teil noch und dann haben wir den Take halt genommen. Also ursprünglich wollte ich sogar 5 Teile machen, aber das erzähle ich irgendwann in Ruhe in dem Stream. Es ist zeitlich einfach nicht machbar. Wenn man es richtig ordentlich durchziehen will, dann ist es zeitlich einfach nicht machbar. Wenn mir mein Arzt eine Woche den Krankenschein gönnt. Ja, kann ich nicht relaten. Kann ich gar nicht relaten. Gar nicht. Das ist so ein Arbeitnehmer-Ding.
POV, du sitzt im Rollstuhl und willst keine Schwäche zeigen. Macht euch keine Umstände, Jungs. Ich nehme die Treppe. Alles okay, ich kann das alleine. Ey, ich fühle mich immer schlecht, darüber zu lachen. Ne? Ich denke immer, aber wenn es jemand ist, wenn es eine Person mit Behinderung ist, die so einen Joke macht, dann ist es doch okay, darüber zu lachen eigentlich. Alles Liebe und Gute für Ilona zum Geburtstag. Wir sehen uns am Weekend. Moin! Moin. Hier bist du an der falschen Adresse angelangt. Seine Frisur sieht aus wie aus dem Rasenmäher darüber gegangen. Ich schätze meinen Friseur, der wohnt bei mir im Haus. Ich finde, also er macht mit meinem Haar ist wahrscheinlich nicht mehr zu machen. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Aber mir ist klar, dass ich in der Tendenz eher ein Problemhaar habe. Ein Problemhaar? Boah, habe. Gar kein Bock mehr hier. Wird Zeit für Azubi-Trick 17. Schon besser. Ey, ohne Scheiß einfach kacken gehen. Sollte man redensartlich mal baumeln lassen. Eier? Die Seele. Was sollte man baumeln lassen? Die Eier. Cool. Ja, der ist auch älter geworden, Wolverine. Noch drei scharfen Lammertschuhe später auf dem Klo. Alter, was ging bei ihm, Alter? Deswegen heißt er Vin Diesel. Ist irgendwas mit Diesel? Sehr lustig. Krass lustig. Weil das klingt wie ein Dieselmotor. Und er heißt Vin Diesel. Sehr lustig. No. Niemand, wirklich niemand türkische Nachrichten. Oh mein Gott, Alter. Reden die da drüber? Ja, Chrome ist eigentlich vom Teufel. Jetzt, wenn, wo ihr das so sagt, dann ist es eigentlich sehr deutlich. Sehr deutlich. 676 İncil'e göre şeytanın simgesidir. Hör mal, ich brauch Kohle. Zwölfjähriger Brian, wenn er seine Eltern wieder nach V-Bucks fragt. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein, das ist echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Mir ist du es weißt, wichtig. Warum. Thank you.